Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der Grünen zum Stadtentwicklungsplan Wohnen ist zwar zeitlich überholt, aber in der Sache nicht erledigt. Schon im April 2012 haben wir im Plenum darüber gesprochen, und bis heute ist der Plan vom Senat nicht beschlossen und dem Abgeordnetenhaus vorgelegt. Insofern drängt sich tatsächlich die Frage auf, wann wird er denn nun endlich beschlossen und vor allem, was dauert daran so lange? Liegt es an der Bevölkerungsprognose, die dem Plan zugrunde liegt und die mittlerweile von der tatsächlichen Entwicklung eingeholt wird? Umso dringender wäre doch ein Instrument für die räumliche Steuerung des Wohnungsneubaus, der an Fahrt aufnimmt. Oder liegt es am ewigen Streit zwischen Stadtentwicklungssenator und Finanzsenator? Wir wissen es nicht. Zeitlich herrscht die größte Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum kurzfristig. Jetzt, in den ersten Jahren, gebraucht wird nicht irgendwelcher Wohnraum, sondern bezahlbarer und bedarfsgerechter. Aber alle wissen auch, Neubau allein ist ungeeignet für die Deckung dieser Nachfrage, insbesondere der Nachfrage nach preiswertem Wohnraum. Mengeneffekte für bezahlbaren Wohnraum sind mit dem STEP nicht zu erwarten, das lässt sich im Entwurf sogar nachlesen. Dass eine Bedarfsprognose nach Bezahlbarkeit und Wohnungsgrößen fehlt, das hat der Berliner Mieterverein bei der Vorlage des Entwurfs im Mai 2013 scharf kritisiert. Der STEP gäbe keine Antwort auf die differenzierte Nachfrage, vor allem der Haushalte mit mittleren und niedrigen Einkommen, so hat er damals geschrieben. Solche Aussagen sind ohne Zweifel schwierig, und wir haben es im Begleitkreis ja auch diskutiert. Sie sind schwierig und unsicher. Wenn man solche Mühen sich aber nicht unterzieht und solche Aussagen unterlässt, dann heißt das schlicht, am Bedarf vorbeizuplanen. Der STEP Wohnen wird, wenn er dann irgendwann mal beschlossen ist, nicht mehr als ein Wohnflächenentwicklungsplan sein. Er orientiert ausschließlich auf Flächen- und Verdichtungspotenziale, operiert dabei noch dazu häufig mit zu großen Zahlen für einzelne Standorte, damit die Gesamtzahl am Ende passt. Auch wenn es Abstimmungen mit den Bezirken gegeben hat, wovon wir ausgehen, gibt es doch weiterhin Diskrepanzen zwischen den Aussagen im STEP Wohnen und den inzwischen vorliegenden bezirklichen Wohnflächenpotenzialanalysen. Wie die ausgeräumt werden, dazu ist nichts bekannt. Die Aussagen im STEP Wohnen haben generellen Charakter, und sie müssten eigentlich anhand von Beispielgebieten und Modellplanungen verifiziert, belegt, konkretisiert werden. Bestehende Flächenkonkurrenzen müssen dabei aufgelöst werden, und zwar nicht zugunsten maximaler Bebauung und Verwerten, sondern zugunsten der sozialen und Gemeinbedarfsbedürfnisse der Stadt. Parallel brauchen wir einen neuen Kleingartenentwicklungsplan. Darüber haben wir heute schon geredet. Wir haben dazu auch einen Antrag gestellt. Wir brauchen einen Stadtentwicklungsplan für die soziale und kulturelle Infrastruktur. Auch hierzu haben wir einen Antrag vorgelegt. Der Stadtentwicklungsplan Verkehr muss genauso überprüft werden wie die Planungsgrundlagen für die Gewerbeentwicklung und den Klimaschutz. Alle reden von der wachsenden Stadt. Die Instrumente und die Planungsgrundlagen dafür, die fehlen uns aber noch. Fläche hat Berlin zwar reichlich, aber selbst in Berlin ist die Fläche nicht vermehrbar. Die Bodenfrage ist nicht nur eine soziale, sondern auch eine ökologische. Zusätzliche Bauflächen müssen nicht nur der Deckung des sozialen Wohnbedarfs dienen, sie müssen auch ökologisch verträglich entwickelt werden. Die Leitlinie zur Entwicklung im ökologischen Gleichgewicht ist seinerzeit auf meine Intervention im Begleitkreis erst aufgenommen worden, sie fehlte bis dahin. Die Umweltverbände kritisieren jedoch ihre Ausformulierung als zu schwach. Und sie fordern eine Priorisierung der Flächen nach ökologischen Kriterien und eine stärkere Ausrichtung auf den Erhalt von Freiräumen. Also auch hier besteht durchaus noch Nachbesserungsbedarf. Der Hauptmangel des Stadtentwicklungsplans liegt aber woanders. Er enthält keinerlei Strategien für den Wohnungsbestand. Selbst bei forciertem Wohnungsneubau ist das Gros der Wohnungen, zumal der preisgünstigen, auch künftig im Bestand. Den Neubau regelt der Markt, abgesehen von der in Aussicht gestellten bescheidenen Wohnbauförderung. Die soziale Wohnungsversorgung erfolgt auch künftig weitgehend im Bestand. Und darauf muss auch der STEP Wohnen eine Antwort geben. Auf der einen Seite Wohnungsneubau stadtverträglich und kontinuierlich planen, auf der anderen Seite Bestandswohnungen zukunftsfähig und bezahlbar machen. Das ist es, was wir brauchen. Vielen Dank.